Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es noch wieder eine Review. Und wir haben die letzten paar Tage uns ein bisschen mit Simmagic auseinandergesetzt auf diesem Kanal. Und jetzt runden wir das ganze Paket noch ab. Denn wir hatten Pedale, wir hatten die Wheelbase, aber wir hatten noch kein Wheel. Und da ich im letzten Jahr kann ich sagen, bei Denso war und der mir sehr viele Gerätschaften von Moser mitgegeben hat zum Reviewen, hat er mir auch noch ein Lenkrad zugesteckt. Und zwar das Simmagic FX Pro. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das wunderschöne FX Pro hat mich persönlich ganz schön begeistert, muss ich sagen. Denn für den Preis, für den du dir das nach Hause holen kannst, und zwar 879 Euro, ist hier ganz schön was dran. Denn normalerweise kosten solche Wheels weit über 1000 Euro. Simmagic hat es also hingekriegt, das Ganze ein bisschen zu drücken. Und jetzt ist die Frage, hat die Qualität darunter gelitten? Das finden wir raus in diesem Segment. Simmagic hat was sehr, sehr Schönes zusammengebaut. Wir haben vorne Carbonplatte. Wir haben hinten 6 Shifter dran, also die 2 oben. Ich würde da einen Blinker drauf legen, wenn nicht ich wäre oder vielleicht Push to Talk oder sowas. Aber die vermisse ich auch an meinem jetzigen Wheel. Wir haben die Shifter selber dran und wir haben die Kupplung hinten dran. Der gängige Quick Release, den wir von Simmagic kennen. Ein wunderschönes Gehäuse. Klingt wertig, nicht hohl. Griffe, gummiert, ist wirklich prima. Wir haben Rotary Encoder am Daumen, 2 Stück. Also das ist auch schon fancy. Wir haben 5 Rotary Encoder in der Mitte drin, die wir drehen können, aber nicht drücken können. Wir haben den Funky Switch und wir haben noch pro Seite 6 Buttons dazu. Und das ist wirklich ziemlich abgefahren, denn in der Qualität, in der das bei dir auftaucht, ist das schon wirklich bemerkenswert für den Preis. Den Display, den kriegst du noch on top oben drauf, plus, dass du Reflights drin hast, als auch die Lichter für TC und ABS. Also ich habe das zumindest da mal drauf. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, aber wo ist denn jetzt das Manko? Hab keins gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, was man bemängeln könnte bei der Qualität, wäre folgendes. Der Griff hat ein bisschen Flex. Also der ist ein bisschen beweglich, wie man hier sehen kann. Also da kann man schon, wenn man richtig dran rumreißen will, könnte man das schon abreißen. Also abreißen nicht, aber du kannst es schon ein bisschen in Bewegung bringen. Aber ansonsten ist das Ding wirklich der Wahnsinn. Für dich nochmal und die ganzen ASMR-Mäuschen da draußen, die Knöpfe. Nichts Besonderes, nicht super schlecht, grundsolide. Thumb, also hier die Daumen-Encoder. Rotary-Encoder. Funky Switch. Shifter. Kupplung. Und die extra Shifter oben. Also wirklich alles in allem ein ganz, ganz tolles Paket. Lasst uns doch jetzt mal ins Rig gehen und mal gucken, was wir mit der Software alles so machen können mit dem Wheel. Dann lasst uns doch mal nach der Software gucken für das Lenkrad. Also was können wir denn alles einstellen? Und wie du siehst, kannst du hier wirklich dazu alles einstellen, was du möchtest. Also von den Dashboards, die eine riesige Auswahl dir bieten, die du noch hinzufügen kannst oder auch entfernen kannst, die bei dir in Use sind, die du übrigens hier unten auf dieser Taste durchschalten kannst. Da kannst du dann auch während der Fahrt die Dashes wechseln. Wozu die Software übrigens laufen sollte im Hintergrund, damit die Daten auf dein Dash raufkommen. Du kannst hier in die Lightning Settings gehen, da kannst du dann die Reflights hier an der Seite einstellen, wie du sie gerne haben möchtest oder auch das Flashen ausmachen, wenn du schalten sollst. Und dann kannst du dir halt jeweils noch die ganzen Buttons hier konfigurieren, wie du möchtest. Du kannst hier alle Farben ändern. Du kannst hier wirklich überall alles auf deine Farben einstellen, wie du es gerne haben möchtest. Also du kannst das hier auch für jedes Spiel, was du startest aus dem Sim Pro Manager, kannst du dir hier Profile anlegen und dann sieht er es in jedem Spiel
oder entsprechend dem Spiel anders aus und so, wie du da Bock drauf hast. Was ich sehr cool finde und ich das sehr interessant finde, das anzubieten, denn also für mich persönlich, ich habe immer alles ident. Hast du das anders? Also, dass das hier mit eingebaut wurde, wäre für mich mal interessant zu wissen, ob viele Leute dort verschiedene Profile gerade für Licht haben und Dashes etc. pp. Lass mich das gerne mal wissen. Und dann bist du hier eigentlich auch schon durch. Dann könntest du dir deine Clutches hier oben, kannst du dir noch kalibrieren. Super simpel. Oder du kannst das auch in Button-Boot machen. Dann hast du Button 17, Button 27. Da kannst du dir dann noch Sachen drauflegen, wenn du da Bock drauf hast. Ich habe das jetzt auf Clutches gemacht. Ich habe die jetzt synchronisiert, dass ich beide, wenn ich sie beide ziehe, auf 100% bin. Also an der Stelle, das kannst du hier alles in der Software einstellen. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder drüben für Positives, Negatives und dem Fazit. Was ist positiv und negativ an dem Lenkrad? Positiv der Preis für das, was du kriegst. Also ich habe selten, und ihr dürft mich gerne korrigieren in den Kommentaren, einen Wheel gesehen, was die Menge an Features anbietet und die gleichzeitig diesen Preis hat. Also das ist definitiv absolut positiv. Positiv ist an sich auch wieder die ganze Unboxing-Experience und wie Simmagic das aufgezogen hat, die Produkte zu dir zu kriegen. Also ich muss wirklich gestehen, es ist aktuell das Schönste, was man so auspacken kann. Ich weiß, das ist für den einen oder anderen von euch da draußen immer ein bisschen komisch, aber mir macht das richtig Spaß, Simmagic-Produkte auszupacken. Das ist sehr durchdacht, sehr schön und macht für mich wirklich was her. Das heißt, wenn du das kaufst, kriegst du auch gleichzeitig noch so ein geil-Moment. Das Einzige, was ich persönlich an der Stelle negativ anmerken möchte, ist, dass beim Fahren mit ein bisschen mehr Force-Feedback an meiner Simmagic Alpha an der rechten Seite am Shifter irgendwo ein leichtes Knarzen drin war. Ich konnte leider nicht rausfinden, wo genau das ist, ob das jetzt der Shifter ist, ob das der Griff ist, aber es war so ein ganz kleines Knarzen drin. Das war aber super selten da und auch nicht spürbar an der Hand, sondern nur hörbar, wenn man keine Kopfhörer auf hatte. Ist jetzt bei mir vorgekommen, möchte ich jetzt extra nochmal darauf hinweisen, falls du das auch haben solltest, vielleicht finden wir irgendwie eine Lösung oder Simmagic, du siehst das und kannst mir sagen, wo das eventuell herkommt und ob man das beheben kann, weil es ist kein Grund für mich persönlich, das einzuschicken und zu reklamieren, das wäre Quatsch. Eine Kleinigkeit habe ich noch, die ich ein bisschen negativ finde. Simmagic, können wir das irgendwie hinkriegen, bitte, dass wir das in SimHub einfügen können, damit wir nicht so viel Software laufen lassen müssen. Ich meine, eure Software ist wirklich gut. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Die ist wirklich prima. Die ist auch nochmal so eine schöne Note, die das abrundet. Aber können wir das in SimHub einfügen, damit wir das alles nochmal gesondert ansprechen können und die LEDs und wirklich alles auf einen Haufen haben? Das wäre echt schön. Weil dann können wir nämlich ein paar mehr Sachen noch machen mit dem Wheel, als das, was ihr uns anbietet. Kommen wir doch mal zum Fazit. Ich persönlich bin sehr, sehr großer Fan von Simmagic geworden, nach all den Produkten, die ich mittlerweile testen durfte. Und auch dieses Lenkrad rundet das Ganze für mich sehr ab. Denn für 879 Euro ist das wirklich eine Rakete. Vergleichbare Lenkräder wie zum Beispiel dieses von GSI, das ist noch eins der älteren Lenkräder, mit einem Screen drin, Reflights, Shiftern, keine extra Pedals und Knöpfe, kostet 1400 Euro. Also ist das schon wirklich eine Kampfansage, die da gerade geboten wird von Simmagic. Und das Ganze funktioniert in deren Ökosystem wie Zucker. Ranschmeißen und dann läuft der Apparat. Rein in die Software, alles einstellen und fertig ist der Bums. Wie sieht's denn aus? Liebäugelst du schon mit Simmagic? Hast du das Wheel vielleicht selber auch zu Hause und kannst mir mal ein paar Sachen erzählen dazu? Ist bei dir irgendwas passiert? Läuft es wunderbar? Bist du sehr zufrieden damit? Ich bin ja immer sehr offen dafür, wenn wir uns in den Diskurs bewegen und du mir deine Erfahrungen nennst, denn nicht ich bin das Maß der Dinge und ich würde mich freuen, von euch auch Input zu kriegen und mal reinzuhorchen, wie eure Erfahrungen sind. Also lasst mich das doch gerne wissen und lasst uns mal ein bisschen darüber in den Kommentaren sprechen. So, und wenn du jetzt dann fertig bist mit Kommentare schreiben, kannst du mir auch gerne noch ein Däumchen da lassen. Wenn du noch Bock hast, abonnierst du den Kanal noch und dann kannst du dich auch gerne noch auf Twitch bewegen und mir da auch noch folgen. Dankeschön, dass du zugeguckt hast. Das hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Nacht. Wann auch immer du das guckst, teile das Video doch mit deinen Freunden. Und dann sage ich Tschüssikowski, bis den Dansen.